So, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde des wahnsinnsverblödendsten Diablo 2, was momentan bei mir das unbeliebteste Projekt ist, was ich gar nicht verstehen kann, weil mir macht Spaß. Und wir scheißen drauf. Alalalalala. Alalalalala. Okay, jetzt weiß ich warum. Ich hab einen Wolf. Ja, jetzt weiß ich definitiv warum. Jetzt crafte ich mir gleich ein Baumhaus. Tu das. Nein. Moment, falsches Spiel, oder? Gut. Verdammt. Ja, wo sollen wir hin? Wo sollen wir Tüten tun? Ich glaube, die Quest haben wir schon. Ich guck mal kurz. Ja, haben wir. Cool. Folget mir nach. Moment. Der Horadrim-Stab. Sollen Sie in der Halle der Toten unter den Horadrim-Hügeln nach dem Würfel in der Wurmgruft und der Ferne, habe ich glaube ich schon mal vorgelesen. Ja, folgt da. Stopp. Ja, was? Tja. Ich dümpel ja Ja, ich habe erstmal gesagt, hinterher. folge uns nach. Ja, halt die Schnauze, lass mich. Ich bin doch schon da. Also, der nette Herr Grietz hier, Griesbrei. ja, der verkauft uns bei Bedarf einen anderen Söldner, mal abgesehen von unserer Bogenschützin hier. Er hat Sandwachen mit einer höheren Verteidigung. Ich glaube, die haben Speerwaffen, haben halt Ich dann werde aber Sie nicht hier fragen, ob ich diese diese Stadtwache Entfernungsattacken allem, wie was in der Wüste unsere, vor sich geht, sicher bleiben ja, kann. Tja, Amazonen ich hier, kann euch. die seine Wachen halten aber ein bisschen mehr aus. Ja, Bürger? Kann man sich entscheiden, was man lieber hat, ist halt wurscht. Also ich könnte Naja. jetzt hier jemanden anheuern. Ja, dann hast du aber, du kannst halt nur einen zur Zeit anhaben, dann haut deine Amazone ab und du solltest ihr vorher noch ihre Klamotten ausziehen, weil die nimmt sie sonst mit. Sheesh. Ich glaube, ich komme aber mit meiner Truse ganz gut zurecht, also von daher wird das nicht nötig Nix sein. ist, zieh die Tusse aus, zieh die Tusse aus. Warte mal, was hat meine eigentlich? Ah, nee, nicht Party. I. Die hat einen ziemlich guten Kurzbogen, wenn mich. Nee, der so gut ist er gar nicht. Egal. Ich komme auch so klar. Ich glaube, ich hole mir einen neuen Moment. Aber ich kann mal gucken, IO. was hat der denn so? Anheuern. Level Nee, 6. nicht anheuern, nicht anheuern. Ich kann jetzt auf abbrechen, oder? Ja, gut, aber nicht irgendeinen von denen kaufen, sonst ist deine Tuse echt weg. Achso. Also. Ich kann aber gucken. Also Ja, du wenigstens. kannst gucken. Die haben halt verschiedene Auren, also einer von uns sollte sich den wenigstens holen. Ich weiß nicht mehr, welcher Aura hat, aber die hatten alle irgendwie eine Aura, die der ganzen Party zugutekommt. Einer macht irgendwie Angriffswert hoch, einer macht Schaden hoch und einer macht Verteidigung hoch Offensiv, oder so. defensiv. Ich bin. Ich hole mir mal einen offensiven Hazarde, heißt der Typ. Hazarde. Hazard. Ich komme, glaube ich, mit meiner Truse ganz gut. Also von daher. Ja, Ich merke gerade. Nicht so nötig für mich. Die armseligste Ausrüstung habe ich bei der drin. Willst du meinen Bogen haben? Ich habe mir jetzt einen neuen Ich Typen guck gerade, wie geholt. viel. Ja, gib mal her, das Ding. Du kannst meinen Bogen haben. Wir sind ja hier alle sozial. Yay! Wobei, meine Diane geht mir doch irgendwie auf den Piss, also von Moment. daher. Ich nehme Komm, mal das gib mir her. deine Klamotten, du Schlampe. Und So. Grießbrei. Ha, das Ding. Dann müsst ihr euch aber noch eine Stangenwaffe für euren Grießbrei kaufen. Wen soll ich mir jetzt kaufen? Also, nein, egal welchen du kaufst, ist dir überlassen. Du Ach musst dir so. halt nur eine Stangenwaffe für ihn. Die stehen auf Speere und so. Die stehen auf lange, spitze Stöcke. Die kosten, aber die kosten gar nicht so viel, kann das? Nö, die musst du aber halt dann wieder ein bisschen selber leveln. Wahrscheinlich war deine Tuse zwei oder drei Level über dem Heini. Aber es macht nichts. Wenn ich immer wieder abbreche und neu drauf gehe. Kommen, glaube ich, nicht neue. Ich weiß es Ich nicht. hatte eben einen Level 16er, also der ist jetzt weg. Oh, den habe ich gerade gekauft. Ach, deswegen. Ich suche gerade eine ordentliche Waffe für den Heini. Aber offensiv und defensiv. Ich frage mich, was ist defensiv? Ich habe einen Offensiven. Dann sollte einer von euch einen Kampf oder einen Defensiven nehmen, damit wir dann zwei verschiedene Auren haben. Ich könnte einen Hassin, also einen Hassin Level 14 könnte ich nicht nehmen, der ist Kampf. Oder soll ich einen defensiven? Ich würde den Kampf nehmen, es bringt dir mehr. Okay, dann nehme ich mal den Kampftyp sie hier. Und ich habe Offensiv, wir haben auf jeden Fall eine Aura. Ja, möchte ich ersetzen. Okay, Hassin. Hassin Le Döner. Kann ich den, darf ich den umbenennen? Nein. Oh Hast du ihn den Manu. Döner? So, der hat bei Ich mir habe meinen gar erstmal einen nichts. Dreitag gekauft. Also. Steht der irgendwo, ob der was Tolles hat oder sowas? Bei O. Ja, Stärke 65. Ich kann das doch irgendwie mit meinem. Nee, ich kann ich nicht hier so. So kann ich nur. Also meiner hat auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr Stärke als ich. Meine auch. Verteidigung. Die Steht bei ziehen mir wirklich, nicht. also ich mag die Wüstenwachen als Söldner am liebsten, weil ich meiner Meinung nach ziehen die am meisten Schaden. Okay, meine hat auf sämtliche Widerstände 28. Geil.
wenn da ein Level abkommt, steigt das nochmal ein bisschen. Okay. Jetzt muss ich aber nochmal ein... Wow, hol, seit wann hast du eine Sense? Hab ich schon lange. Echt jetzt? Wo kann ich nochmal einkaufen? Ah ja, bei LX Legadegdeg. Willkommen! Der Gag! Untraut jeden! Und wie, und der mag irgendwie Stange, also so ein Dung, also Speergedöns, ein Scheißteil. Speer, Dreizack, Badike, irgendwas in die Richtung. Eine Badike, hab ich da was ordentliches hier bei dem? Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Oh, ich hab genug. Hat sie erledigt. Einfach gesockelt, aber das ist... Wobei ich mir gerade bei der Badike unsicher bin. Ich glaube eher Dreizack oder Spieß oder sowas. Nee, Badike läuft, glaube ich, auch noch unter Stangenwaffe. Ja, denn deine Sense aber auch. Die macht Zweihand, aber welches Dings ist? Oh, kann ja mal versuchen, ihm das Ding zu geben. Ja, versuch mal die Sense, Shadow, die hinter dir liegt. Hä? Hat zwar nicht wirklich was Wertvolles, aber... Wie konnte man nochmal zeigen... Alt, genau. Ja, die wäre auf jeden Fall was für ihn. Gib's ihm. Take this! Kleiner Tribut an Andy. Sense! Oh, mein Kerl rennt jetzt mit einer Sense rum. Yay. Ich kann mal gucken, vielleicht hat er beim Glücksspiel... Suchtenmaus! Da wäre jetzt ein Dreizack gewesen. Irgendeiner hat sich bei mir mal aufgeregt, dass mein Helm in beschädigtem Zustand ist, was ich gar nicht verstehe. Ach doch! In beschädigtem Zustand, ja, aber der ist Haltbarkeit, ist alles noch da. Alles toll, ich beschwere mich nicht drüber. Was ist das denn überhaupt? Forke. Borke. Vollknopf. Sky Fork. Das sind fette Handschuhe. Ach komm, ich such den andermal. Ja, ich mümmel hier mir nochmal meinen leckeren... meine Salzstange, Laugenstange hier weg und dann... Ja, unsere fette Party kann auch gleich losgehen. Ich möchte nur einmal... den Bogen wegpacken. So, jetzt kann die Party steigen. Guten Abend. Hey, die Schnauze, du dumme Nuss. Geh mir weg. Das. Zurückpacken, okay. Okay, also, das da wäre dann der Ausgang in die, Böse Wüste. Böse Wüste und wir suchen nach der Halle der Toten. Aber optionale Dungeons sind wie immer optimal. Optional heißt optimal. Yay. Nach dem Motto, ach weiß, wir könnten ja noch. Oh, da kommt schon die erste wieder. What the? Natürlich, und das Epische geht auf mich los. Ist doch klar. Bleib stehen, du Vieh. Ah, da kann teleportieren, wie geil. Lalalala. Ich klatsch dich. Ach ja, alt. Machen wir mal ein bisschen Flächenschaden hier. Da. Hallo. Lalalala. Dummer Vogel. Lalalala. Warte mal, ich bräuchte vielleicht ein paar... Okay, der Trank war, glaube ich, verschwendet gerade. Moment. Dreifach gesockeltes Zweihandschwert. Mal aufheben. Ja. Mit den richtigen Runen kann man da was Schönes draus machen. Das kann man bestimmen. Wobei wir kaum Hoto oder Eni kriegen oder... Oh, ein gesockelter Spieß, der schlecht ist. Schlecht. Ah, Schmieb, schlechtes ein Zeug ist schlecht. Schlechtes Zeug nur Zeugblatt. Böse Flüche! Och, niedlich. Ein Ring mit plus 1 zu maximal irgendwas. Knuffelig! Achso, die Dinger kann man... Was haben wir denn da? Ja, die Urnen mit den toten Menschen drin kann man vertreten. Ich bin langsam. Ein bisschen Baba. Ich hab Frame Drops. Oh, Frame Drops kann man die essen? Zombie-Kopf. Warte, ich beschwöre gar keine Walter. Erinnert mich doch mal dran, dass ich hier meine hier Facebook-Armee wieder gründen muss. Nö. Warum erinnert sich da keiner dran? Weil ich dich mal angreife. So, eine Badike, will die einer? Badike? Nö. Wie fast gleichzeitig. Gleichzeitig, ja. Wo rennen die denn jetzt schon wieder hin? Hey! Boah, da sind sie. Da ist wieder Facebook. Facebook, oh nee. Und ein weiteres Facebook-Kitty. Eine Truhe? Was? Truhe? Na. Helfen will. Ich will Zunu klauen. Ich höre doch was. Ich brenne. Ein Saphir. Du hast einen Saphir bekommen? Irgendwo ein Saphir gefunden? Wo das? Direkt neben dir. Ach echt? Ja. Warte mal. Ach nee, ich hatte ja diese Ultrastiefel von Andariel. Hahaha. Ultrastiefel. Damit kann ich laufen und Frame Drops habe. Und Monstern in die Fresse treten.
dumm, dumm, dumm. Lalala. Das nehme ich mir jetzt mal. Jetzt übertreiben Sie es aber gar nicht mit den. Zweifach gesockeltes Zweihandschwert und ich mache hier mal meinen Platz frei. Das geht mir hier gerade auf den Piss. Hallo, lol. Hallo. Ich habe einen optionalen Dungeon gefunden. Wup, wup, wup. Yay, optional gleich optimal. Optional ist optimal. Optional ist optimal. Rein da. Ah, oh, ich liebe diese Dungeons hier. Ja, oh, die sind so herrlich. Gag. Oh, ich hasse die Viecher in diesen Dungeons. Gag. Ach, gleich so ein Skarabeus. Die mit Combo-Blitzen. Kotz. Ja, das hatte ich schon mal angekündigt. Yay, ich fürchte keinen Blitz mehr. Hier lang. Was willst du? Geh weg. Nerv mich nicht. Nö, ich troll lieber erstmal Shadowrun daher. Wer weiß, was er wieder findet. Du Aasgeier, du. Du Aasgeier. Yes. Oh, hier geht's schon zum Level 2. Ich war intuitiv richtig, aber wir erkunden erstmal den Rest, oder? Ja, völlig. Ja, super, Stambos. Du hast uns in die richtige Richtung geführt, obwohl wir das nicht wollten. Menno, ich bin... Hör auf, uns in der Story hinein weiterzubringen. Das ist böse. Ich wollte das doch nicht. Wir wollen weiter rumtrollen. Gag. Ja, jetzt verwechselt ihr auch die Skelette nicht mehr, weil jetzt sind die Skelette rot. Meine bleiben weiß. Oh, verdammt, das sind schwarze Skelette. Oh verdammt! Oh mein Gott, oh mein... Wow! What the heck! Lasst mal den Runkel ran. Es laggt überhaupt nicht. Wow. Wow, was eine Party. Da hatte ich gerade minimal Panik. Wieso denn? Oh, was eine Party. Und ich habe irgendwie keinen Schaden genommen. Weil der kleinsten... beim kleinsten Windhauch kaputt gehen könnte. Wow! Braucht der Tränke? Warte mal, wer von euch hat ein Schild? Ich. Was hat eurer für Werte? Ich nehme nur Zombie-Köpfe. Meiner hat Verteidigung 20, Chance blocken 40, mehr nicht. Okay, ja, meiner ist dreifach gesockelt, aber schlechter in dem Sinne. Ich behalte ihn mal. Ja, nichts schützt einen so gut wie den Kopf eines Toten. Wie du meinst. Was? Guck mal, was ich in meiner Hand mit mir rumtrage. Das will ich Kopf im Einmachglas. Warum muss ich jetzt schon wieder an diesen blabbernden Zombie-Kopf denken aus Monkey Island?